Diese kleinen, schwarz-weiß gekleideten Turner kommen nicht zum üblichen Sportunterricht. Das ist die Akrobatikgruppe, die für ihren großen Auftritt am Nachmittag probt. Innerhalb weniger Stunden wurden die jungen Artisten von einer Mitarbeiterin des Jugendhilfezentrums Maria Schutz in Grafenrheinfeld fit gemacht. Im Ratschlagen, Balancieren und darin eine Menschenpyramide zu bauen. Alle sind sie Kinder der Schweinfurter Pflegeelterngruppe. Und beim diesjährigen Sommerfest werden sie ihren Eltern, Geschwistern und Besuchern in der Manege zeigen, was sie am Vormittag einstudiert haben. Wir im Landkreis Schweinfurt haben 120 Pflegekinder, die in Familien leben. Und wir haben natürlich auch einige Kinder oder viele Kinder, die in Einrichtungen leben. Und wir verstehen uns da einfach auch nicht als Konkurrenz, sondern wir sehen, dass jedes Kind einfach einen anderen Platz braucht. Und für manche Kinder ist die Pflegefamilie der richtige Ort. Und für manche Kinder ist es eben die Einrichtung. Und es ist schön, dass wir halt zusammen miteinander ja jetzt auch so ein Fest feiern können. Ihr Partner in der Manege ist der Leiter der Jugendhilfeeinrichtung. Auch Andreas Waldenmeier lässt es sich nicht nehmen, unter der Zirkuskuppel selbst ordentlich mitzumischen. Man sieht schon, ich bin der Zirkusdirektor, versuche so durchs Programm zu führen und lasse mich dann von der Klauline dann immer mal ein bisschen über den Tisch ziehen. Bei allen Späßen, die aufgeführt werden, ist die Arbeit im Zirkuszelt mit Kindern und Jugendlichen auch pädagogisch wertvoll. Und es tut den Kindern und Pflegegeschwistern gut, gemeinsam für die Großen etwas auf die Beine zu stellen. Die Gruppe Pflegeeltern im Landkreis Schweinfurt unternimmt regelmäßig etwas gemeinsam. Ihr Name: Neues Zuhause. Denn das möchten sie all ihren Pflegekindern geben, so wie Petra Bella. Es ist genauso wie mit den Eichenen. Also sie kommen ziemlich klein, also ich bin ziemlich klein gekommen. Die Älteste war 5. Aber es hat ganz gut geklappt, hat sich gleich alles, unsere eigenen Kinder haben diese Pflegekinder gleich angenommen und mein Mann genauso, die Verwandtschaft auch so nach und nach. Aber wie gesagt, es ist wie eine normale Familie. Ein Sommerfest wie im Zirkuszelt genießen die Großen und die Kleinen. Bei allem Spaß darf auch der nötige Ernst nicht fehlen. Laurina und Aurel werden gleich als Pinguine durch die Manege hüpfen und Kunststücke vorführen. Bei der Probe sind sie darum hoch konzentriert. Denn im Publikum schaut auch ihr kleiner Pflegebruder Pia zu. Vom Arm seiner Mutter wird er den Überblick haben. Draußen riecht es nach Popcorn und Zuckerwatte. Schnell noch werden Artisten und Clowns geschminkt, die Tänzer und Fakire schlüpfen in ihre Kostüme. Allerdings sind sich nicht alle so ganz einig, wer welche Verkleidung tragen soll. Aber lass es halt, Mann. Ja, da doch. Ja, sieht gut aus. Na, also, doch. Also, wer will's? Manche haben großen Spaß am Schminken und Verkleiden, so wie dieser Artist der Jonglagegruppe. Er lässt sich sogar das Gesicht grün bemalen. Dann heißt es Manege frei. Es klappt, die Menschenpyramide der Pinguine gelingt unter großem Applaus. Großen Mut beweisen die Fakire. Egal ob Nagelbrett, Feuerreifen, Scherbenhaufen oder gar Feuerspucken. Sie haben vor nichts Angst und zeigen dem Publikum, was sie in nur wenigen Stunden gelernt haben. Applaus für ein tolles Zirkusprogramm.